Es ist wieder mal soweit. Die diesjährige E3 steht bevor. Das bedeutet, ab heute werden ungefähr 90% aller Spiele, die demnächst erscheinen werden, vorgestellt. Das ist genau die Zeit des Jahres, in der alle darüber spekulieren, was sie denn gerne sehen würden. Ich wiederum finde es sehr viel interessanter, darüber nachzudenken, was wir auf der E3 wohl nicht sehen werden. Wii U-Spiele. Ungefähr ein halbes Jahr nach dem Release der Nintendo Switch gibt es eine Sache, auf die wir uns langsam einstellen müssen. Die Wii U ist eine tote Konsole, für die keine erwähnenswerten Spiele mehr erscheinen werden, was mich bekanntermaßen alles andere als traurig macht. Ich war kein Fan. Der Lebenszyklus einer jeden Konsole nimmt irgendwann ein Ende. Und ich habe so das Gefühl, dass die diesjährige 3 den Schlussstrich der Wii U markieren wird. Nintendo selbst hat bereits angemerkt, dass Breath of the Wild der letzte große Titel ist, den sie für diese Konsole entwickelt haben. Aufgrund der katastrophalen Verkaufszahlen der Wii U bin ich mir auch relativ sicher, dass nicht allzu viele andere Developer heiß darauf werden, für die Konsole zu entwickeln. Um von einer nur bedingt erfolgreichen Konsole zur nächsten zu kommen, stelle ich mir die Frage, ob Microsoft eigentlich doch vorhat, irgendwann mal wieder irgendwas auch nur im Entferntesten Relevantes mit der Xbox One zu machen. Jetzt, wo ich gerade so darüber nachdenke, habe ich ewig nichts mehr von dieser Konsole gehört. Nach einer Kurzrecherche muss ich mir die Frage stellen, wann es passiert ist, dass die Xbox One dermaßen belanglos wurde. Vor allem nach Microsofts Plänen, Xbox One-Spiele auch für Windows 10 zu veröffentlichen und den Gerüchten um die Xbox Scorpio, welche wohl diese E3 vorgestellt werden soll, sehe ich eine weitere Konsole, welche auf dieser E3 eine ähnliche Rolle wie die Wii U spielen wird. Eine ähnliche Rolle bedeutet in dem Fall aber nicht die gleiche. Wir werden auch Xbox One-Spiele sehen, wenn auch nicht allzu viele. Cuphead zum Beispiel wird super. Ich mag Tassen. Tassen sind okay. Ohne zu sehr zu spekulieren, würde ich einfach mal sagen, dass wir von Microsofts Seite aus keine Spiele sehen werden, die Kinect als Fokus haben. Das war damals bei der Erstankündigung der Xbox One der wohl größte Fehler, den Microsoft hätte machen können. Man verkauft keine Konsole mit den Worten: "Oh, sie hat übrigens eine Kamera, die dich ständig beobachtet und absolut nicht ausgeschaltet werden kann." Ach was, ist nicht gut ausgegangen, das Marketing. Das ist ja überraschend. Haben wir seitdem überhaupt noch irgendwelche Kinect-Spiele gesehen? Es ist generell erstaunlich, wie veraltet Kinect inzwischen neben den diversen VR-Devices wirkt. Die letzten 3 Jahre waren eine ziemlich ereignisreiche Zeit für Virtual Reality. Kinect ist dagegen VI-Toy für die PlayStation 2. Nein, es ist wirklich nichts anderes. Jetzt hoffe ich übrigens tatsächlich, dass wir eine kleine Präsentation zur Xbox Scorpio bekommen. Ich bin ein bisschen interessiert. Was ich ebenfalls für relativ unwahrscheinlich halte, sind Kickstarter, die auf alten, von Fans geliebten, aber von Publishern längst vergessenen Spielereien basieren. Also geistige Nachfolger dieser Spiele. Obwohl wir in den letzten Jahren Rekorde und lächerlich gut gefundete Kickstarter-Kampagnen sahen, welche viele Hoffnungen in den Leuten geweckt haben, hat es sich seit Mighty No. 9 und Yooka-Laylee herausgestellt, dass genau diese Kickstarter-Kampagnen vielleicht doch gar nicht so optimal sind, wie sie auf den ersten Blick wirken. Von der vor kurzem noch zu spürenden Euphorie bezüglich dieser Projekte ist aktuell nicht mehr allzu viel übrig. Obwohl Mighty No. 9 und Yooka-Laylee keine absoluten Reinfälle waren, blieben sie doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Jetzt müssen wir wohl erstmal auf die anderen Kickstarter-Riesen warten, bevor sich jemand Neues ins Becken wagen sollte. Neue Symphony of the Night, dessen Name mir entfallen ist? Lass uns bitte nicht im Stich. Shenmue 3 zählt übrigens nicht, weil es zum Teil von Sony gefundet wird und ein offizieller Nachfolger ist. Diese E3 jedoch wittere ich nicht allzu viele solcher Kampagnen. Shooter, die in der modernen Zeit spielen, sollten besonders dieses Jahr wohl auch sehr viel weniger werden als zuvor. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft, aus dem Schatten von Modern Warfare zu treten und können eventuell endlich mal wieder interessante Ego-Shooter bekommen. Von dem neuen Doom mit seiner Geschwindigkeit und absolut unrealistischen Setting über Battlefield 1 im Ersten Weltkrieg bis hin zum kompletten Richtungswechsel, den sogar die Call of Duty-Reihe an den Tag legt, haben wir einige Warnzeichen, die in Richtung Shooter im modernen Setting zeigen. Wir haben die kahle Wüsten-Ära der Shooter überstanden. Auch die Casual-Fans sind letztendlich gelangweilt von der sich ständig wiederholenden grauen und braunen Pampe, die überall gleich aussieht. Es hat lange gedauert, aber ich bin absolut bereit für den Umschwung. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr noch allzu viele der Shooter, die genau das, worüber ich eben geredet habe, widerspiegeln, sehen. Generell habe ich das Gefühl, dass wir nicht nur im Bereich der Shooter ein bisschen frischen Wind bekommen werden, sondern
überall. Wir bewegen uns hoffentlich langsam auf eine Zeit zu, in der sich Spiele tatsächlich mal wieder voneinander unterscheiden und nicht mehr zu 90% auf den alteingesessenen Formeln aufbauen. Ich hoffe, dass wir auf 80% kommen werden. Die Zeichen stehen gut, dass wir nicht wieder überall nur die gleichen Reihen sehen werden, die wieder genauso aussehen wie im Jahr zuvor. Ich meine dich, Ubisoft.